wünsche einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zum heutigen Webinar Morning Meeting, Marktvorbereitung und Screening der Märkte. Mein Name ist Nelson Cardoso Neto und ich begrüße Sie im Namen von FX Flat. Ich freue mich, dass wir heute den zweiten Teil der Webinarreihe mit Oliver Najar veranstalten können. Guten Morgen, Oliver, an der Stelle. Guten Morgen. Und bevor ich jetzt aber tatsächlich den Bildschirm übergebe, müssen wir natürlich einmal den Risikohinweis besprechen. Auch dieses Webinar dient nur zu Schulungszwecken. Bitte nicht als Anlageberatung oder Handelsempfehlung verstehen, auch wenn Herr Oliver vielleicht den einen oder anderen Trade macht. Und Sie müssen Ihre eigene Entscheidung treffen. Das ist ganz wichtig. Ja? Gut, okay. Oliver, dann übergebe ich sehr gerne den Bildschirm. Wünsche viel Erfolg, aber natürlich auch viel Spaß. Vielen Dank. So, dann stelle ich mal den Bildschirm ein. So. Funktioniert. Sehr schön. Ich bin also gut zu sehen, ich bin gut zu hören. Yes. Sehr schön. Fangen wir an. Einen wunderschönen guten Morgen auch von mir an dieser Stelle und herzlich willkommen zum Webinar. Heute Thema Marktvorbereitung und Screening der Märkte für den Intraday-Handel. Ja, schauen wir mal, was so auf uns zukommt. Fangen wir an. Zunächst erstmal noch mal ganz kurz ein, zwei Worte zu meiner Person für den einen oder anderen, der kein Bild zur Stimme hat. Mein Name ist Oliver Najar. Ich komme aus Düsseldorf, bin hier Vollzeithändler. Ich betreibe einen diversifikativ markttechnisch orientierten Handel. Das heißt also, mein ganzes Handeln und Tun findet vor so einem markttechnischen Hintergrund statt. Ich habe also eine ganz bestimmte Brille auf der Nase, wie ich Märkte betrachte. Ich handle eigentlich alle Produkte und alle Trendgrößen. Was ist damit gemeint? Ich handle sehr viel Aktien, Futures, CFDs, Aktien, da steht auch alle Trendgrößen, was damit gemeint. Das heißt also, ich bin auf allen Zeiteinheiten generell unterwegs, vor allem im Bereich der Aktien eher höhere Trendgrößen zu handeln. Das heißt also, die Trades laufen ein bisschen länger. Genau, und im restlichen Handelsbereich bin ich halt sehr viel Intraday-Handel unterwegs. Warum? Weil ich eben die Zeit dazu habe und da bin ich dann schwerpunktmäßig im kurzfristigen Bereich unterwegs mit Futures an diesen klassischen Intraday-Märkten, Dow Jones, Nasdaq, YM, was weiß ich, DAX, Bund, Gold, Öl, so dieser ganzen Märkte. Was machen wir noch? Ich gebe intensive 1-zu-1-Coachings. Und das mache ich auch in kleinen Gruppen. Unter anderem gebe ich auch Seminare. Hier an der Stelle sei mal auch darauf hingewiesen, es gibt im Dezember, am Anfang Dezember, am 4. bis zum 8. Dezember ein Seminar hier in Düsseldorf. Wer also tiefer da in die Materie abtauchen möchte und sich da so ein bisschen professionalisieren möchte, der kann daran gerne teilnehmen. Geht einfach mal auf meine Internetseite. Da findet ihr auch Informationen zu diesem Seminar. Da kriegt man Grundsätzlichkeiten erstmal und die Basis beigebracht und dann tauchen wir da auch zunehmend innerhalb dieses Seminars immer tiefer ab. Genau, und wer da ein Interesse hat, der kann sich da gerne mal informieren. Es sei hier noch meine E-Mail-Adresse gereicht für den einen oder anderen, der vielleicht im Nachklang an das Webinar heute hier noch Fragen hat. Und ich möchte noch auf die Facebook-Gruppe von mir hinweisen: Markttechnik, wo entsteht Bewegung? Das ist auch ganz interessant, da kann man mal reinschnuppern. Da werden immer mal wieder irgendwelche Fragen gestellt oder Trades vorgestellt. Vor allem der eine oder andere, der bei mir im Coaching war, der zeigt ab und zu mal so seine Trades, was die Leute dann da schon relativ emanzipiert auf die Beine stellen. Das ist immer ganz interessant. Gut, wie soll es sein? Wie soll es werden? Heute Thema Marktvorbereitung und Screening der Märkte. Ziel dieses Webinars ist es mal so, die Marktmorgenroutine generell mal so ganz kurz anzusprechen. Und auch die Marktvorbereitung dann im Konkreten mal durchzugehen.
Ich würde dann gerne später auch gleich direkt die Märkte gemeinsam mit euch screenen. Was ist damit gemeint? Wie ist das aufgebaut? Was mache ich dort? Was macht Sinn? Was macht weniger Sinn? Und wenn wir dann die Märkte gescreent haben und vielleicht den einen oder anderen Markt rausgefiltert haben, das ist also insgesamt ein Filterprozess, der hier stattfindet, dann kann man über Trading-Taktiken nachdenken und Handelsausrichtungen, wenn so valide, sinnvolle Setups vorliegen. Das bedeutet also im nächsten Schritt, die ersten drei Punkte dort oben beschäftigen sich mit einem Arbeitsstil. Das ist ein Ausschnitt aus dem Bereich des Arbeitsstils. Es gibt noch wesentlich mehr Themen, die das Thema Arbeitsstil kreieren. Aber das ist ein Ausschnitt. Das ganze Webinar heute hier ist sozusagen sowieso nur ein Ausschnitt. Der Zeit geschuldet kann man nicht komplett alles beleuchten, aber wir versuchen mal so weit wie möglich zu kommen. Wie gesagt, die ersten drei Themen oben kommen aus dem Bereich des Arbeitsstils. Die zwei nachfolgenden Themen, da sind wir dann schon im Thema Handelsstil. Ziel des Webinars soll unter anderem auch sein, vielleicht für den einen oder anderen einen Gedankenanstoß zu geben für seine zukünftigen eigenen Handelsentscheidungen. Vielleicht geht man hier aus dem Webinar raus und sagt, oh, das war gut, das nehme ich mit, das baue ich mit in meinen eigenen Handel ein. Fragen, generell machen wir zum Schluss. Ich gucke zwar immer mal wieder rein in die Fragebox hier. Wenn die Frage passt, dann würde ich die direkt mitverarbeiten. Ansonsten können wir das gerne zum Schluss nochmal machen. Und dann sei hier an der Stelle noch auf die Sonderaktion hingewiesen. Hier im Rahmen dieser Webinarreihe gibt es eine Sonderaktion auf das Add-on. Der eine oder andere hat das ja schon mitbekommen, dass es ein Add-on gibt zu diesem generellen Thema Markttechnik, Trenderkennung etc. Und da gibt es gerade einen 20-prozentigen Nachlass drauf. Hier ist der Link auch. Ich stelle den jetzt mal in die Gruppe. Ich glaube, der müsste jetzt bei allen aufgetaucht sein. Ich hoffe es zumindest hier, was diesen internen Chat angeht. Genau, da könnt ihr dann mal drauf gucken und euch informieren, falls das auch was für euch ist. Gut, fangen wir an. Morgenroutine. Generell, welches Ziel soll die Morgenroutine verfolgen? Wir möchten gerne in unserem Handel einen ruhigen, souveränen und fokussierten Handel etablieren. Das Ganze soll am besten so ablaufen, dass wir keine Zeit vor dem Rechner verschwenden. Wir wollen Zeit nutzen. Es soll nicht in irgendeinem hektischen, unfokussiertem, unkanalisiertem Tun und Machen enden. Und es soll auch nicht daran enden, dass man irgendwie am Ende des Abends feststellt, und jetzt hat man den ganzen Tag davor gesessen und was hat man eigentlich gemacht? Fragezeichen. Muss noch nicht mal als Minus produziert worden sein, aber es ist irgendwie nicht wirklich produktiv, das Ganze genutzt worden, die Zeit. Und Zeit ist ein wertvolles Gut, ein extrem wertvolles Gut. Erst recht, wenn man sich mit Börsenhandel beschäftigt. Wir möchten einen gezielten und klaren Ablauf vor den Monitoren haben. Also das, was vor dem Monitor passiert, soll gezielt und kanalisiert ablaufen, als auch im konkreten Trade, also genauso wie der einzelne Trade fokussiert und klare Strukturen aufweisen sollte, muss das Ganze auch vor dem Rechner stattfinden. Wir wollen also saubere Strukturen in unserem Tun und Machen und nicht, das ist auch ein Klassiker, da draußen ein wahlloses Rumgeklicke in den Märkten. Das kennt vielleicht der ein oder andere, dass man mal hier schaut und mal da schaut und so ein bisschen vielleicht auch hier knabbert und dort knabbert und dann wiederum aber auch nicht wirklich vom Fleck kommt und dann feststellt, ach guck mal an, der Markt, der mich die ganze Zeit irgendwie eingesogen hat und die Aufmerksamkeit geraubt hat, der ist vielleicht gar nicht so gut gelaufen. Während aber links und rechts andere Märkte waren, die schick gelaufen sind. Und das ist dann auch nicht gut. Wir möchten also Bewegungen einfangen,
nicht zuschauen und uns wahllos vor den Märkten oder vor dem Rechner zerstreuen. Wir wollen also einen Fokus haben, der auf Märkte liegt, die Potenzial beinhalten. Was meine ich damit? Ich möchte also mir morgens Märkte raussuchen, von denen ich ausgehe, dass sie für den Intraday-Handel sich lang machen. Das heißt also nominal Punkte abwerfen. Und diese Märkte möchte ich rausfiltern, die möchte ich über den Tag hinweg begleiten. Im Intraday-Handel ist das gar nicht mal so schwer, im Gegenteil. Grundsätzlich ist das relativ einfach zu organisieren, die Märkte rauszufiltern, die ein hohes Potenzial haben, eben weil wir eine Marktvorbereitung machen. Weil wir eben, ich hatte es gerade schon mal so ein bisschen beschrieben, kein unstrukturiertes Dauerbeobachten der Märkte wollen. Wäre jetzt dieser Klicker. Der Klicker meint also denjenigen, der halt wahllos durch die Gegend klickt, ohne irgendwie fokussiert nach dem Ausschau zu halten, was wir brauchen. Kommen wir später dazu. Was brauchen wir eigentlich? Wir wollen auch keinen inhaltslosen Aktionismus, wenn man dann schon da sitzt und dann irgendwie von so einem Markt eingesogen wird, dann kann es mal sein, dass man schneller einen Trade eröffnet, als dass die sinnvoll ist. Und wir machen auch eine Marktvorbereitung, weil wir keine Überraschungen erleben wollen. Sprich, wir gucken in Termine, in News, um gerade im Intraday-Handel, wo man ja auf kleineren Zeiteinheiten unterwegs ist, Schrägstrich Trendgrößen, keine bösen Überraschungen dahingehend erleben zu wollen, dass zum Beispiel, das ist jetzt nur ein Beispiel, man irgendwie, keine Ahnung, um 14:28 Uhr eine Situation sieht, die man meint, handeln zu müssen, hat aber vergessen, sich dahingehend zu informieren, sich vorzubereiten, was noch für Termine anstehen. Und 2 Minuten später, das wäre jetzt das Hardcore-Beispiel, kommen die Non-Farm-Payrolls, eine News, die mit hoher Wahrscheinlichkeit die Märkte bewegen wird. Und weil ich 2 Minuten vorher den Trade eröffnet habe, fliegt er mir jetzt nun um die Ohren. Das heißt also, das Ganze sieht so aus, dass ich mich organisieren muss und dementsprechend auch informieren muss, was ansteht. Ich will also unbedingt vermeiden, die Kobra machen zu wollen. Kobra, das ist so von mir ein kreierter Begriff, den ich auch im Coaching immer wieder nenne. Was ist die Kobra? Das ist so eine Art Interpretationsfalle. Und zwar, schaut mal hier, die Kobra, beziehungsweise ich gehe noch mal einen Schritt zurück. Die Kobra beschreibt so diesen situativen Zustand von demjenigen, der sich morgens vor den Rechner setzt und sich dann seinen Markt anschaut. Seinen Markt, was ist damit gemeint? Den einen Markt, seinen Lieblingsmarkt oder was weiß ich, den er meint, den ganzen Tag betreuen zu müssen. Und dieses Bild steht sehr schön dafür, wie das abläuft. Man setzt sich also dahin, wie der Flötenspieler hier, und fängt nun an, irgendwie auf seiner Flöte da zu spielen, halt seinen Markt anzuschauen. Und dann fällt man in so eine Art, ich möchte es beschreiben als, was weiß ich, Trancezustand oder Trading-Koma, indem man halt sich nur auf diesen Markt fixiert. Die Kobra schaut dem Flötenspieler in die Augen und umgekehrt, er schaut der Kobra in die Augen. Und dann mündet das wo drin, dass man eben nur seine Augen auf diesen einen DAX zum Beispiel, das wäre also der Klassiker, oder Euro, US-Dollar oder Dow Jones oder was weiß ich, richtet und diesen einen Markt sozusagen als, ja, nennen wir es Altar oder sonst was, zum huldigen Markt ausruft, und man ist nur noch auf diesen Markt fixiert. Da öffnet sich dann sehr schnell die Tür. Für was? Eben für jenen Aktionismus, den wir gerade unter Punkt 2 auf der Folie zuvor gesehen haben. Und dann endet das oftmals darin, dass derjenige dann irgendwo irgendwelche Trades in diesen Landschaften abfeuert, vielleicht sogar an Stellen, die total sinnfrei sind, aber man sitzt halt gerade davor
an seinen Lieblingsmarkt und den kennt man ja. Dann mündet das oftmals nicht nur im Aktionismus, sondern vielleicht auch dahingehend, dass man einzahlt in Minus-Trades. Und Minus-Trades, naja, sind halt nicht gut, monetär als auch psychisch. Wenn man dann meistens den ganzen Tag da gesessen hat und diesen einen Markt dann bis aufs Letzte betreut hat, und das ist dann richtig schlecht, dann stellt man vielleicht oftmals fest, dass es ja noch andere Märkte gab, in denen vielleicht nicht überall ein tolles Setup vorlag, aber mindestens irgendwie, keine Ahnung, drei, vier Märkte oder so genau das beinhaltet haben, was man eigentlich sucht, wenn man weiß, was man zu suchen hat. Und die sind dann super gelaufen. Und dann stellt man halt fest, irgendwie, dass man vielleicht im Markt war, das in dem Markt war, wo es halt nicht gut gelaufen ist. Das ist dann die hohe Kunst, im falschen Markt zu sein. Ja, das wollen wir alles so gesehen vermeiden. Was ist also die Aufgabe eines Händlers, um das alles zu vermeiden? Der Händler soll suchen. Und na, da ist die Maus, genau. Die Aufgabe eines Händlers ist es also, die Märkte zu screenen, zu suchen. Und was genau soll er suchen? Er soll Setups suchen. Und ich hatte es gerade schon geschrieben, im Intraday-Handel ist das eigentlich ein Ablauf, der recht einfach ist. Warum? Weil es generell eigentlich für den Intraday-Handel, also für den klassischen Intraday-Handel, nur wenige Märkte gibt, die sich für den Intraday-Handel anbieten. Was ist damit gemeint? Wir brauchen zwingend hochliquide Märkte, um den Intraday-Handel zu gestalten. Und da findet schon so eine natürliche Auslese statt. Wenn ich den Intraday-Handel betreiben möchte, dann brauche ich hochliquide Märkte. Was ist mit Liquidität gemeint? Um euch jetzt das Beispiel der Liquidität zu erklären, zeige ich euch mal das Beispiel, wie es aussieht, wenn die Liquidität gänzlich fehlt. Das wird jetzt gleich sehr schnell klar werden. Das heißt also, ich brauche hochliquide Märkte, um den Intraday-Handel zu gestalten. Wenn die Liquidität an sich ist so eine natürliche Auslese, die fehlende Liquidität, die sieht jetzt in einem Chart so aus. Schaut mal. Das ist jetzt ein Markt, den habe ich jetzt erstmal gestern einfach so wahllos rausgesucht. Der steht stellvertretend für fehlende Liquidität. Warum? Weil wir haben hier keine Möglichkeit abzugreifen, wie die Marktteilnehmer unterwegs sind. Wir können hier nicht irgendwie Trends ablesen. Ich sehe nicht, wohin der Markt trendiert und tendiert. Es gibt nur wenige Umsätze an dem Markt und teilweise dauern die einzelnen Umsätze zeitlich gesehen auch sehr lange. Das sieht man auch, der Markt ist löchrig wie so ein Schweizer Käse. Das ist kein Markt, an dem der Intraday-Handel gut funktioniert. Warum? Weil, jetzt gehen wir mal weiter. Im markttechnischen Handel ist es so, dass es in der Regel vier Trendgrößen gibt. Es gibt Videos, es gibt andere Webinare, da habe ich das in der Tiefe im Detail beschrieben. Hier nur mal kurz angeschnitten. In der Markttechnik gibt es vier relevante und valide Trendgrößen, die ineinander verschachtelt und fachlich sauber kombiniert werden müssen. Und das auch noch auf zeitbasierten Charts. Wenn wir auf so einen Chart gucken, und wir haben ja nichts anderes als einen Chart, wir sind optisch agierende Händler, und ich das sehe, dann kann ich da die Grundstruktur, die ich zwingend brauche, nicht ablesen. Sprich, ich kann keine Trends filtern. Und in der Markttechnik
Insbesondere im Intraday-Handel will ich das natürlich auch, Trends sehen. Und jetzt ist halt die Frage, ab wo beginnt zum Beispiel die Schwelle zum Intraday-Handel? In der Markttechnik ist es so, dass ich, wenn ich handle, das ist jetzt nur mal kurz beschrieben, dann kann ich nicht einfach so auf irgendwas draufspringen, was ich sehe, was aussieht wie ein Trend, sondern ich muss immer sozusagen den Kontext einer übergeordneten Trendgröße suchen. Und sprich, also die übergeordnete Trendgröße, die stellt so eine Art Großwetterlage dar, und die untergeordnete Trendgröße würde dann eine Signallage darstellen. Wenn ich jetzt zum Beispiel einen Trend handeln möchte, zum Beispiel den 10 Minuten, dann wäre hier sozusagen stellvertretend diese 60-Minuten-Nummer meine übergeordnete Trendgröße. Sprich, das wäre meine Großwetterlage, das wäre meine Signallage. Wenn ich jetzt also den Intraday-Handel machen möchte, dann bin ich gezwungen, auf kleinere Trendgrößen zu gehen. Das lässt die Sinnhaftigkeit auch gar nicht anders zu. Auf dem Tageschart, da bin ich mehrere Tage, gar Wochen unterwegs. Ich will ja im Intraday mein Geld verdienen. Auf 60 Minuten bin ich ebenfalls schon etwas länger unterwegs, schon mal ein paar Tage. Das heißt also, genau hier beginnt jetzt die Schwelle zum Intraday-Handel. Wenn ich also die Kombination schon suche zwischen dem 60 Minuten, sprich also diesem mittleren Trend, und dem kleinen Trend, dieser 10-Minuten-Nummer, dann bin ich schon im Intraday-Handel. Und erst recht, wenn ich die Kombination klein-kleinst wähle. Einverstanden? Wenn ich den Intraday-Handel also machen möchte, dann muss ich dafür Sorge tragen, bezogen auf die Liquidität, dass ich einen Markt habe, der mir es ermöglicht, Trends zu visualisieren. Die Frage beantwortet, finden genügend Umsätze statt? Warum? Weil im Intraday-Handel bin ich halt auf kleineren Zeiteinheiten unterwegs. Ich möchte ja relativ zügig eine Antwort auf meinen Trade haben, sprich Geld verdienen. Und dann findet ganz schnell die Frage oder rückt die Frage in den Mittelpunkt, komme ich relativ zügig rein und raus aus dem Trade. Wenn ich in einem Wert drin bin, so wie ich es Ihnen jetzt gerade gezeigt habe, der so, was weiß ich, im SDAX oder was weiß ich, noch ja, in der dritten, vierten, fünften Reihe ist und dort halt sehr, recht selten Kurse gestellt werden beziehungsweise Umsätze stattfinden und ich mich da, ich sage jetzt mal, zum Beispiel mit einer Limit-Order in den Markt lege und ich aber keinen Gegenpart finde, der mich matcht, dann hänge ich vielleicht in einem Markt drin, der nicht so gut geeignet ist. Ich habe also Sorge zu tragen im Intraday-Bereich, dass ich Trends visualisieren kann, dass Liquidität im Sinne von komme ich relativ zügig rein, komme ich relativ zügig raus, mit wenig Verlust, sprich also die Geldbriefspannen müssen stimmen, die müssen recht eng sein. Und bin ich in einem Markt unterwegs, wo ich relativ wenig Slippage bekomme, wenn ich ausgestoppt werde. Diese ganzen Dinge, die ich gerne hätte, die finden wir definitiv in den klassischen Märkten, die ich so nutze. Kommen wir gleich zu, welche das genau im Detail sind. Das heißt also, so ein Markt, der ist ganz sicherlich nicht zu nutzen. Derselbe Markt, schaut mal auf das ist jetzt ein 1-Minuten-Chart, der würde in der Regel stellvertretend nochmal für den kleinsten Trend stehen. Schauen wir uns diesen Markt mal als 10-Minuten-Version an. Sieht auch nicht unbedingt hübscher aus. Auch hier kann ich nicht wirklich abgreifen, wohin geht die Reise, sind wir aufwärts, sind wir abwärts gerichtet. Da fange ich an zu interpretieren. Ich will aber nicht interpretieren. Ich will direkt, wenn ich einen Chart sehe, eben weil ich ein optisch agierender Händler bin, direkt eine Antwort haben. Okay, sind wir hier aufwärts? Tendieren wir? Oder sind wir halt trendlos? Und hier in der Nummer kann man nichts ablesen. Worauf läuft es also hinaus? Es gibt generell also nur wenig Märkte für den Intraday-Handel. Und wie viel sind es? Es sind in der Regel, ich sag mal so, 20 Märkte. Plus, minus zwei, drei, vier Märkte. Welche sind das?
Schaut mal. Gucken wir mal eben hier rein. Machen wir dann das auf. Schaut mal hier in die Liste. Das sind die Märkte, die so in der Regel das mitbringen, was wir brauchen. Hier kann ich für den Intraday-Bereich Trends visualisieren. Ich habe enge Geldbriefspannen. Ich habe eine hohe Liquidität. Ich kann also Geld in den Markt reinziehen und in derselben Sekunde wieder rausziehen mit einem minimalen Spread. Diese Märkte beinhalten alles, was ich suche für den Intraday-Handel. Diese Liste ist nicht in Stein gemeißelt. Da kommt immer mal wieder ein Markt dazu oder ein Markt geht weg. Hier zum Beispiel heute haben wir mal die Wirecard, die gucken wir uns später auch nochmal an. Also da ist ja zum Beispiel auch eine Aktie dabei. Aber in der Regel sind das halt so diese klassischen Future-Märkte, die sich für den Intraday-Handel anbieten. Wir kommen später nochmal hier auf diesen, auf den Live-Markt zurück. Gut, machen wir das nochmal eben weg. Machen wir hiermit weiter. Und da es nur die paar Märkte sind, die sich auch nicht täglich verändern im Hinblick auf diese Liquidität, Spreads, Umsätze und die Möglichkeit, Trends zu visualisieren, ist die Marktvorbereitung bzw. die Routine relativ schnell erledigt. Der Fokus darf aber trotzdem nicht nur auf dem einzelnen Trade liegen, das seht ihr ja hier. Der professionelle spekulative Handel verfolgt also ein Ziel. Neben der Absicht, Gewinn zu machen, möchte er was in seinem Handel etablieren? Was glaubt ihr? Das wäre noch eine Frage. Schreibt mal in den Chat rein. Was glaubt ihr, was der professionelle Handel neben dem Geldverdienen noch etablieren möchte in seinen Handel? Genau. Er möchte Struktur haben. Einverstanden? Struktur ist unbedingt Grundvoraussetzung. Das wiederum bedeutet, wir benötigen Börsenhandel eine systematische Herangehensweise, die sich halt aufteilt in einen Arbeitsstil als auch in einen Handelsstil. Und das möchte ich jetzt mal mit euch machen. Und zwar eine Marktvorbereitung. Fangen wir an beziehungsweise mit dem ersten Punkt, das Abklären von News. Es gibt so den einen oder anderen, ich habe schon sehr vieles so gesehen, die überdehnen das Thema Marktvorbereitung dahingehend, dass sie meinen, irgendwie, keine Ahnung, sich morgens um 6 schon mit einem Anzug an den Küchentisch zu setzen und die Financial Times zu lesen. Nein, das müssen wir nicht tun. Logischerweise nicht. Es reicht, wenn man sich erstmal generell dahingehend informiert, wenn man morgens halt beginnt, indem man sagt, okay, was war eigentlich grundsätzlich los die letzte Nacht? Und dann reicht es, wenn man sich irgendwie mal vielleicht irgendeine Seite anschaut. Also ich persönlich, da gibt es verschiedenste Möglichkeiten. Schauen wir morgens mal gerne mal hier rein. Warum? Weil ich kriege hier zwei Informationen. Mehr will ich eigentlich auch gar nicht. Mit einem Blick sehe ich oben, ganz oben in der Leiste irgendwie, die haben sich in der Zeit, wo ich den Handel vielleicht abends abgeschlossen habe, die Märkte noch verändert. Wie sind die Amerikaner aus dem Handel rausgekommen, wenn ich das jetzt nicht mehr beobachten sollte? Und ich sehe auch gleichzeitig hier die Möglichkeit, was ist in der Nacht passiert, generell, weltweit. Okay? Mehr will ich hier eigentlich gar nicht abgreifen. Ich will hier einfach nur, wenn ich morgens aufstehe, so eine Art Blick zurückwerfen. Was ist weltweit passiert und hatte dies, was passiert ist, einen Einfluss auf die Märkte. Ich kann dann nicht mehr unmittelbar darauf reagieren, das muss ich auch nicht, aber ich will es grundsätzlich erstmal wissen. Und dann, ihr könnt auch irgendeine andere Seite nehmen, die ihr für wichtig und richtig erachtet irgendwie. Und dann habe ich hier erstmal die Möglichkeit, das Ganze abzugreifen. Gut, jetzt gehen wir nochmal einen zurück. Das heißt also, das Abklären von News, das machen wir jetzt mal.
Da schauen wir mal rein. Was ist hier heute Morgen gerne oder beziehungsweise was ist über die letzte Nacht passiert? Haben wir jetzt hier irgendeine Ad-hoc-Meldung, die die Märkte bewegt hat? Nein, es ist aus meiner Sicht der übliche Wahnsinn nur. Hier ist im Grunde genommen über Nacht jetzt nichts passiert und man sieht es auch hier. Wir sind jetzt sowieso gerade in der Earnings Seasons. Auch die Märkte sind jetzt nicht komplett in irgendeine Richtung ausgeflippt. Es gab also so gesehen nichts. Wenn ich jetzt hier morgens reingucke, bin ich eher mehr, was die Nachrichten angeht, auf was aus? Was weiß ich, wenn jetzt hier so richtig irgendwie was ganz Schlimmes passiert, geopolitische Auseinandersetzungen, Naturkatastrophen, Kriege oder was weiß ich irgendwo, dann will ich die hier abgreifen und dann springen die eigentlich auch förmlich in der Regel an, weil sie halt rot gekennzeichnet sind. Das hier ist jetzt sozusagen der normale Wahnsinn, hier ist nichts passiert. So, dann machen wir das wieder an die Seite. Sprich, die Märkte sind nochmal gelaufen diese Nacht, alles ist schick. Gucken wir einen nach vorne, nach dem Abklären der News, sprich also den Blick zurück, gibt es jetzt den Blick nach vorne. Was haben wir da? Was meine ich damit? Ich möchte gerne die Termine für den heutigen Tag abklären. Auch hier wieder mal ganz kurz. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, Termine abzugreifen. Ich persönlich mache das hier über diese Funktion. So, machen wir das mal so. Ich gucke hier in den Finanzkalender rein und möchte gerne hier ablesen, welche Termine stehen an. Das eine ist also der Blick zurück. Das hier ist der Blick jetzt nach vorne. Und ich habe das jetzt hier schon mal heute Morgen aufgemacht. Und was sehen wir hier? Wir sehen für den Intraday, also für unseren Intraday-Handel, den wir hier vorbereiten, jetzt was? Wir sehen auf jeden Fall Termine, die den Markt in irgendeiner Form bewegen werden. Das heißt also, ich konzentriere mich hier logischerweise nicht auf jede News, sondern nur auf die, die jetzt hier so eine Art 3 oder so einen roten Balken haben. Was haben wir hier? Wir haben um 13:45 Uhr den Zinserschalt der EZB. Das ist etwas, was der Markt definitiv zur Kenntnis nimmt. Logischerweise geht es direkt danach weiter, auch um 14:30 Uhr. Da gibt es die langliegenden Güter, das heißt also die Kernrate wird da veröffentlicht. Das ist auch etwas, was den Markt interessiert. Genauso wie hier nochmal eine Pressekonferenz. Da wird gerne mal auf das Wording geguckt. Das heißt also, die Zahlen sind schon raus. Im Nachklang gibt es auch eine Konferenz. Und auf dieser Konferenz lauschen die Marktteilnehmer dem dementsprechenden Konferenzleiter sehr genau auf die Lippen. Und man versucht über das Wording dann vielleicht bestimmte Dinge rauszuhören. Das heißt also, auch so eine Pressekonferenz, die kann mal für einiges an Volatilität sorgen. Und später noch um 16 Uhr gibt es die Verkäufe der neuen Häuser in den USA. Das war mal früher eine sehr, sehr beachtete Veröffentlichung, also eine sehr beachtete News. Nach der Häuserkrise damals flaute diese News ab. Da war die nicht mehr so wichtig. Und in der letzten Zeit wird sie wieder als wichtig erachtet. Was mache ich jetzt mit diesen ganzen, mit den ganzen Themen? Ich stelle mir Alarme ein. Und zwar möchte ich immer, wenn die News zum Beispiel um 13:45 Uhr kommt, etwas vorzeitig informiert werden. Das mache ich jetzt. Jetzt weiß ich irgendwie um 13:30 Uhr spricht hier gleich eine Stimme zu mir und sagt, okay, Zinsentscheid der EZB und dann weiß ich, aha, okay, in einer Viertelstunde ist das soweit. Warum mache ich das? Das mache ich natürlich logischerweise auch mit den anderen wichtigen Themen, beziehungsweise mit den anderen wichtigen News. Ich will die also abgreifen und im Vorfeld darauf aufmerksam gemacht werden. Warum mache ich das? Ich hatte es gerade schon angesprochen. Wenn man im Intraday-Handel unterwegs ist, möchte man eben, ich habe es auf der Folie, auf einer der Folien im Vorfeld gelesen, möchte man nicht böse überrascht werden. Also wenn ich um 14:28 Uhr zum Beispiel eine Trade eingehe, ich aber hier nicht reingeguckt habe, was ansteht, dann kann das mal sein, dass mir der Trade halt um die Ohren fliegt und das
wäre vermeidbar, hätte man mal sich vorbereitet. Gut, dann machen wir das nochmal weg. Dann haben wir das. Zack. Genau. So sieht das aus. Wir haben also den Blick zurück, die Termine, den Blick zurück abgeklärt. Wir haben den Blick nach vorne abgeklärt, also die Termine eingetragen, sodass wir nicht böse überrascht werden. Und jetzt gehen wir zum nächsten Schritt: Übersicht bzw. Screening der Märkte. Filtern nach Sweet Points, was das ist, erkläre ich auch gleich. Und dann machen wir eine Top-Down-Analyse von markttechnischen Trendgrößen und setzen auch Alarme. Was ist damit gemeint? Ich werde jetzt versuchen, im Grunde genommen aus diesem Portfolio an Märkten, die ich euch gerade gezeigt habe, die Märkte rauszufiltern, die mit hoher Wahrscheinlichkeit am meisten laufen. Gehen wir mal einen Schritt weiter. Das hatten wir ja gerade gemacht. Wir haben uns die Märkte angeschaut, festgestellt, da ist nichts. Wir haben die Termine sozusagen abgegriffen und eingetragen. Und jetzt gehen wir noch einen Schritt weiter. Wir gucken jetzt sozusagen mal auf die Märkte, wie sie sich gerade gestalten und wo wir vielleicht irgendwas finden, was Sinn macht. Dazu machen wir jetzt wieder den Gina-Trailer auf. Gehen da mal hin. Zack. Und gucken jetzt hier ins aktuelle Hier und Jetzt. Wenn ich morgens hier reingucke, dann bin ich zwar hier unterwegs auf Tagesbasis, aber dieser Anblick aus dieser Metaebene ermöglicht mir im Grunde genommen, Märkte rauszusuchen, die für den Intraday-Handel interessant sind. Ich möchte also was ganz Spezielles suchen, nämlich Verortungen, die mit hoher Wahrscheinlichkeit eben genau dieses Potenzial beinhalten, nämlich Setups für den Intraday-Handel zu machen. Ich gehe nochmal ganz kurz zurück zu den Folien. Die Aufgabe des Händlers im Rahmen seines Arbeitsstils ist es also, er soll Märkte screenen, er soll suchen. Was er genau sucht, sind eben diese eben beschriebenen Setups, und zwar Setups mit Potenzial. Einverstanden? Das machen wir jetzt mal. Kleiner Augenblick. Ich muss mal hier nochmal klicken. So. Gucken wir mal hier hin. Das sind also das ist so eine Übersichtsansicht. Das sind 20 Märkte, manchmal auch 22 Märkte. Das sind die, die ich hier gerade beschrieben habe. Schaut mal. Das sind Währungsmärkte, das sind die Financial Indexe, Bund, DAX und Co. Und um den Markt abzufangen, der für den Intraday-Handel interessant ist, gucke ich immer von hier oben rein und versuche letztendlich hier Märkte zu filtern, die sich untergeordnet lang machen können. Also, welche Märkte können das sein? Jetzt schauen wir mal gemeinsam rein. Grundsätzlich finde ich den ES interessant. Warum? Schauen wir mal hier rein. Der Markt weist gerade was auf? Einen wunderschönen Aufwärtstrend hier, mit seinen lokalen Hoch- und Tiefpunkten. Ich zoome mich jetzt mal rein. Er hinterlässt uns das eigene Tageshoch von heute. Wir haben das Tageshoch von vorgestern, was auch so einen wunderschönen P2 darstellt. Weiter hier oben sind noch weitere Hochs. Das ist das All-Time-High. Wir haben also Märkte, die grundsätzlich eher nach oben tendieren. Wir stehen kurz vorm All-Time-High und deshalb bin ich logischerweise auch, was den Intraday-Handel angeht, eher mehr auf der Long-Seite ausgerichtet. Wenn sich jetzt also untergeordnet die Kombination zwischen Großwetterlage und Signallage ergibt, wäre ich relativ zügig dazu geneigt, ebenfalls Trades aufzubauen.
Damit ich diese Situation nicht verpasse, gibt es eine wunderschöne Funktion in diesem Programm, ganz simpel. Und genau damit arbeite ich auch jeden Tag sehr viel. Und zwar, ich setze Alarme. Wir gucken jetzt gleich noch in andere Märkte und in die Märkte, die ich für interessant halte, setze ich sofort Alarme, damit, falls der Markt an diese Sweet Points, ich hatte gerade gesagt, ich will gerne noch beschreiben, was das ist, rangeht, dann möchte ich informiert werden. Sweet Points, was ist das? Sweet Points sind aus der Trend, aus dem Trendverhalten zum Beispiel Punkte, wo damit zu rechnen ist, dass der Markt sich in Bewegung setzt. Das heißt also ein P2 oder ein Tageshoch oder ein Tagestief von anderen Trendgrößen sind immer interessant. Das heißt also, schaut mal, nur mal so als Beispiel, damit ihr da, wir suchen also ein Setup, das ist meine Großwetterlage, die soll untergeordnet, beziehungsweise die soll in der Korrektur stehen. Untergeordnet soll jetzt hier so ein kleinerer Trend stattfinden. Ihr erinnert euch noch an die Folie, wir haben mehrere Möglichkeiten, das zu kombinieren. Es gibt also mehrere Trendgrößen. Für den Intraday-Handel wird halt 60-10 oder 10-1 interessant. Und wenn ich jetzt untergeordnet hier so eine Möglichkeit habe, dieses Grundgerüst abzugreifen, zu visualisieren, nochmal, wir sind sowieso auf hochliquiden Märkten unterwegs, da ist das kein Problem, das zu visualisieren. Ich muss mich halt nur für eine Kombination und Trendgröße, sprich Nähe zum Markt, entscheiden. Wenn ich sowas hier habe und der Markt läuft mir sozusagen in meinen Alarm, dann möchte ich mit meiner Signallage, wie auch immer die dann jetzt hier läuft, nicht nur dort ankommen, sondern möglicherweise vielleicht an diesem Tageshoch, was noch etwas drüber liegt, und vielleicht noch dieses Tageshoch, was noch ein bisschen weiter drüber liegt. Und dann habe ich die Möglichkeit, hier Märkte abzugreifen, die das Potenzial haben, Intraday-Handel sich lang zu machen und zu entladen. Einverstanden? Jetzt gucken wir uns mal die anderen Märkte an. Will sich nicht mehr klein machen. So, jetzt. So, dann sagt mir mal, schreibt mal rein in den Chat, damit es hier nicht nur so ein Popcorn-Kino ist, und man mir zuhört. Ich bin immer ein Freund, der gerne sehr viele Fragen stellt, unter anderem jetzt mal an euch. Was glaubt ihr, wo haben wir hier einen Markt, der an Stellen ist, wo er durchlaufen kann, wo Bewegung entstehen kann? Könnt ihr mal gerne in den Chat reinschreiben. 6e, einverstanden. Gucken wir da mal rein. Welche Märkte haben wir noch? Genau, den ES, den hatten wir gerade besprochen. Definitiv, den hatte ich auch direkt. Den hatte ich direkt. Dann kommt einer mit dem NQ. Schauen wir uns mal den NQ an. Ihr könnt ruhig weiterschreiben. Wir schauen gleich mal rein. So, NQ. Genau, wir haben hier einen wunderschönen Trend, der geht nach oben. Was haben wir sozusagen aus dem Standpunkt hier, was so die Sweet Points angeht? Wir haben hier definitiv die Nummer, die Nummer und die Nummer, die interessant sind, wenn der Markt hier oben durchgeht, dann wird der Tagestrend auch fortgesetzt. Denn die Nasdaq ebenfalls steht an ihren All-Time-Highs. Ich gehe generell davon aus, dass wir die neuen All-Time, also die All-Time-Highs rausholen werden, dass wir neue All-Time-Highs machen werden. Es ist halt nur eine Frage des Timings und momentan sieht es so aus, als ob wir hier schon definitiv in einem Trend rauflaufen. Und das hier wäre auch ein Markt, der sich für den Intraday-Handel definitiv anbietet. Es kann sein, dass wir jetzt hier noch so mal ein bisschen Luft holen und dann untergeordnet vielleicht heute hier die Hochs rausholen. Vielleicht in der Kernsitzung erst heute Abend oder heute Nachmittag irgendwie, aber das ist schon mal nicht schlecht. Das Ganze befeuert wird natürlich dann auch von der Earnings Seasons. Wir sind gerade mittendrin. Ich glaube, Tesla ist gestern auch gekommen mit Zahlen, die waren besser und.
Ich habe jetzt gestern Abend nicht reingeguckt, ich war essen, ich muss gestehen, aber es kann sein, dass der Markt jetzt hier befeuert durch die Earnings Seasons und aber auch der eigentlichen Trendstruktur ist er dispositioniert, irgendwie hier definitiv weiter nach oben zu laufen. Genau, was haben wir noch? Jetzt sagt der ein oder andere 6J, schauen wir da auch mal rein. 6J, den haben wir hier. Machen wir den mal groß, dass ihr schön alles seht. Irgendwie will er nicht so. So, schauen wir mal rein. 6J, was haben wir hier vorliegen? Hier geht es gerade relativ straight runter in den letzten Tagen. Jetzt kommt hier so eine Art Korrektur zustande. Aus dem Standpunkt jetzt, hier fliegt noch ein alter Alarm rum. Den legen wir jetzt mal da oben hin. Vom Blickwinkel jetzt. Wir haben einen Abverkauf gestern gehabt. Wir haben definitiv das eigene Tagestief unter uns. Kennzeichnen wir das mal. Wir haben noch das Tagestief von vorgestern unter uns. Von vorgestern, von vor ein paar Tagen unter uns. Das heißt also auch hier, wenn das Ding eine Trendgröße ausbildet, untergeordnet, die in der Korrektur steht und die jetzt wiederum die Signallage dementsprechend auch darunter folgt, dann ist das ein Markt, der auch Potenzial beinhaltet, sich lang zu machen. Ich will halt immer möglichst Märkte haben, die sich lang machen, wo ich nominal was abgreifen kann. Schauen wir mal in den nächsten Markt. Schreibt jemand, Moment, ich muss hier mal in den Chat bewegen. So. Gold. Schauen wir mal in Gold rein. Auch nicht schlecht. Gold haben wir hier unten. Moment, zack. So, das ist hier so der Webinar-Monitor. Der ist ein bisschen kleiner als das, was ich sonst immer habe. So. Gold. Vollkommen richtig. Gold ist ein Markt, den habe ich auch jetzt auf der Watchlist definitiv. Und warum? Weil der bringt jetzt sehr viel mit, was ich eigentlich haben möchte. Ihr seht das schon. Der Markt wird jetzt hier relativ eng. Also aktuell vorliegen haben wir einen Abwärtstrend, sehr schön im Gold. Den würde ich logischerweise nicht handeln, weil ihr seht, ich handle sehr viel Gold. In der letzten Zeit bin ich weniger zum Handeln gekommen, viele Projekte anstehen. Aber Fakt ist, diesen Abwärtstrend hier, den würde ich jetzt nicht mit einer weiten und trägen Stopplogik anpacken. Das heißt also, wenn ich Trends handeln würde auf Tagesbasis, dann sowieso nur auf der Long-Seite. Jetzt haben wir hier aber ein Webinar, was ich schwerpunktmäßig für den Intraday-Handel, wo sich um den Intraday-Handel dreht. Dieser Abwärtstrend hier, der gerade vorliegt, ist nicht der allerschönste, bettet sich, wie gesagt, auch nicht sinnhaft ein, weil die Gesamtmarktlogik einfach gerade aufwärts gerichtet ist. Aber nichtsdestotrotz kann sich hier für den Intraday-Handel einiges ergeben. Und zwar was sowohl auf der Long- als auch auf der Short-Seite aus meiner Sicht. Nämlich, wir haben hier, Stand hier, der Markt steht jetzt bei 14,924. Wir haben jetzt also nach unten unser eigenes Tagestief. Hier noch ein Tagestief, hier noch ein paar Tagestiefs. Und wenn der Markt sich jetzt hier sozusagen lang macht, dann wäre das sicherlich auch eine Möglichkeit, sich durchspülen zu lassen. Auch hier wieder Grundgerüst 60-10, 10-1 ist eine Möglichkeit. Oder nach oben hin, schaut mal, wenn der Markt jetzt hier dreht, wir haben ein eigenes Tageshoch, noch ein Tageshoch, noch eins, noch eins. Und irgendwann wird der Markt auch, das ist, wenn der Markt jetzt hier so hoch geht und noch weiter hoch geht, dann ist das vielleicht auch so eine Trendwende. Das, was wir jetzt noch so ein bisschen so auf der Short-Seite haben, hier diese Geschichte, kann sich dann auch wieder drehen. Spätestens hier oben oder dort sieht die Welt wieder, dass der Markt was macht. Definitiv wieder so eine Aufwärtstendenz. Wir kriegen das natürlich jetzt hier nicht mehr abgefrühstückt, der Zeit geschuldet. Was die einzelnen Trends, was für Handelsausrichtungen und sowas irgendwie möglich sind, da muss man mal schauen. Das macht man mal in einem anderen Seminar. Aber Fakt ist, das ist ein Markt, der beinhaltet hier auf jeden Fall schon mal einiges an Potenzial auf der Long- als auch auf der Short-Seite. Ich kann mich also durchspülen, also ich mache das mal weg.
Ich kann mich halt nach oben durchspülen lassen oder nach unten. Aber was fällt auch auf, seit einigen Tagen im Gold, die Volatilitäten nehmen ab. Hier steht einiges an. Hier steht das Brexit-Chaos an. Hier stehen Daten sowieso von heute an, inklusive einer EZB-Entscheidung und, und. Das heißt also, was kann man hier schon ablesen an so einem Markt? Braucht man wieder eine Frage in die Runde. Was kann man hier schon von dem Markt ablesen? Man kann ablesen, dass der Markt in eine Wartestellung eingeht. Genau. Der ist so ein bisschen freezed. Was meine ich damit? Der ist ein bisschen eingefroren, der Markt. Der hat jetzt nicht mehr die Punktespanne, die er sonst immer hat. Es läuft hier so, nennen wir es Dreieck oder was weiß ich, drauf zu. Der Markt ist in so einer abwartenden Haltung und er wartet eben drauf. Ja, genau, also er ähnelt schon fast so einer, nennen wir es Seitwärtsphase. Aber man darf eins nicht vergessen: Auch in einer Seitwärtsphase, nur mal ganz kurz, der Markt tendiert sehr sauber. Okay, und jetzt sieht es so aus, als ob der Markt in eine Seitwärtsphase geht. Und das tut er auch, aber nichtsdestotrotz bedeutet das nicht, dass nicht was vorliegt, immer noch ein Trend. Einverstanden? Und wenn das hier vorliegt, und das tut es jetzt hier, vielleicht jetzt in dem Moment so ein Stück weit auf der Short-Seite, nichtsdestotrotz, machen wir das mal so. Wird es wieder enger, so, das soll jetzt das obere Szenario beschreiben. Wenn der Markt jetzt aber hochläuft, dann kann hier ganz schnell wieder eine Drehung stattfinden. Dann haben wir von einem Abwärtstrend sind wir jetzt hier wieder in einen Aufwärtstrend gewechselt. Und das ist so ein Markt, der im Grunde genommen jetzt hier ready to go ist, um in beiden Richtungen sich zu entladen. Das bedeutet, da ich ja sozusagen unabhängig, ich mache das mal, um jetzt hier nicht zu viel, muss mal gucken, dass man die Leute nicht so überfordert. So, unabhängig von einer großen Wetterlage und untergeordneter Trend möchte ich ja noch weitere Kriterien in meinen Handel einbauen, die für diesen Trade auf dieser Signallage sprechen. Und Gold beinhaltet das, nämlich ich habe hier weitere Punkte, Zweis, Hochs, Tiefs irgendwie, die dafür sprechen, dass ich jetzt hier diese Signallage halt dementsprechend lang machen kann. Ja, ich kann mit meiner kleineren Trendgröße in diesen Punkt hier oben reinlaufen, plus über oder unter mir gibt es halt noch weitere Punkte, die dafür Sorgen tragen, dass ich dieses Ding hier lang machen kann. Das heißt also, ich gucke in diese übergeordneten Trend rein auf Tagesbasis, um eben generell erstmal abzugreifen, wo sich Potenziale entladen können. Und wenn man das mal so ein bisschen intensiver macht, dann wird man feststellen, dass von diesen 20 Märkten eben nicht jeder Markt jeden Tag dieses Potenzial beinhaltet. Das muss auch nicht sein. Aber wenn ich von diesen, sagen wir mal, 20, 22 Märkten zwei, drei Stück habe, dann habe ich die Möglichkeit, mich eben nicht, schaut mal, mich eben nicht an einem Markt zu verschleudern oder zu verschwenden, sondern wenn ich weiß, dass ich eben, vor allem wenn Diversifikation eine Rolle spielt in meinem Handel, wenn ich also in diese Vogelperspektive reinschaue und diese ganzen Märkte auf Tagesbasis mir anschaue, dann filtere ich direkt von vornherein vielleicht die zwei, drei, vier Märkte raus, die sich tatsächlich dann auch für den Intraday-Handel anbieten. Und diese Märkte, die sich anbieten, wo eben die Verortung etc. und die ganzen Gebilde so sind, wie ich sie haben möchte, dann sind das auch die Märkte, die ich jetzt den ganzen Tag lang begleite. Es soll ja eben, wie eingangs beschrieben, nicht darin münden, wahllos irgendwo mal hier zu klicken und da zu klicken, selbst wenn ich nicht nur einen Markt huldige, dann könnte es ja trotzdem daran münden, irgendwie, dass man wahllos durch die Gegend klickt. Nein, man versucht im Grunde genommen im Vorfeld schon morgens die Märkte so zu filtern, so zu kanalisieren, dass man eben Märkte weglässt, die zum Beispiel, jetzt gehen wir wieder zurück, so ein Stück weit
in der Bewegung stehen oder die keinen Trend haben. Gibt es ja auch, ja, dass trendlos sind. Das wäre zum Beispiel ein Markt, den ich, also Märkte zum Beispiel weit in der Bewegung stehen, dann wäre das ein Markt, den ich so gesehen erstmal nicht anfassen würde. Es gibt sicherlich auch Ausnahmen. So, jetzt gucken wir mal, welcher Markt eigentlich so richtig grauselig, wo ich sage, da würde ich jetzt nicht unterwegs sein. Das wäre zum Beispiel dieser hier. Schauen wir da mal rein. Das ist, na, kommst du her? So, kleiner Augenblick. So, nochmal her. Schauen wir das mal hoch. Zack. Ich könnte jetzt noch mehr, ich müsste jetzt einen anderen Kontrakt laden, Continuous-Kontrakt, dann würden wir hier auch noch mehr Daten sehen. Der sah aber gerade anders aus, kann das sein? Warte mal, der sah aber gerade ganz anders aus. Und den nochmal klein. Genau, ne, nehmen wir den. Gut. Warum würde ich den jetzt so nicht direkt nehmen? Weil der Markt jetzt hier schon so ein bisschen weiter in der Bewegung steht. Ich würde jetzt irgendwie eher mal abwarten, dass der Markt. Wir sind auch hier auf einem Wochenchart, sehe ich gerade. Das passt ja vorne und hinten nicht. So, genau. So sollte das sein. Der Markt hier steht weit in der Bewegung. Das heißt also, wir haben schon einen Trend, ja. Aber dieser Trend untergeordnet hat viele kleinere Trends, eine mittlere, kleine und kleinste Trendgröße. Und der Markt generell steht weiter in der Bewegung. Das heißt also, ich gehe nicht davon aus, dass die unteren Trendgrößen jetzt hier noch viel mehr, noch viel länger laufen. Das wäre kein Markt, den ich für den Intraday-Handel heranziehen würde. Hier brauchen wir erstmal eine Korrektur, eine Drehung. Und wenn sich jetzt untergeordnet wieder was ergibt, dann wäre das zum Beispiel ein Ding, was interessant ist. Also der Markt wäre es nicht, ganz im Gegenteil. Hier zum Beispiel schauen wir mal in den YM. Was haben wir hier? Auch einen sehr schönen aufwärts gerichteten Markt. Und der kommt jetzt hier so ein bisschen aus der Korrektur heraus. Schaut mal hier auf schöne Umkehrkerzen. Und jetzt kann es hier sehr schön sein, dass der Markt eben sein eigenes, das von gestern, das von vorgestern rausholt, das da. Und dann haben wir hier so einen relativ schönen Schub nach oben. Wäre also auf jeden Fall ein Markt, der sich anbietet. Was sehen wir aber jetzt schon, nochmal ganz kurz, vor allem jetzt hier gerade im Dow Jones, sehr enge Spanne, abwarten, genauso wie hier. Wir sind jetzt sowieso nicht in der Kernhandelszeit der US-Märkte, klar, aber es gibt trotzdem immer mal wieder Tage. Da bewegen sich auch kann man sehr schön in der europäischen Sitzung schon die US-Indexe handeln etc. Aber hier sieht man tatsächlich, der Markt wartet ab auf die News, die heute kommen und sicherlich auch dieses Riesen-Brexit-Theater. Das sind Dinge, die eine ganz große Rolle spielen. Und er bleibt halt, wie ich gerade schon gesagt habe, inside. Er ist wie so eingefroren. Also da ist heute denke ich, ist nicht sinnvoll, sich im Vorfeld der News zu positionieren, weil ich will ja Märkte haben, die sich bewegen und die nicht stehen bleiben. Genau. Jetzt möchte ich gerne zu einem Punkt zurückkommen. Jetzt suche ich mal die Folie raus. Und schauen wir mal ganz kurz. Genau, eine Sekunde. So, genau, da wollte ich hin. Logischerweise gibt es nicht nur diese hochliquiden Futures. Das wäre nicht in der Tiefe korrekt. Man kann selbstverständlich auch Aktien aus dem DAX handeln, die auch auf kleinen Trendgrößen visualisierbar sind, die auch enge Geldbriefspannen haben, die sich bewegen, die man visualisieren kann. Das geht. Ja, sicherlich, die muss man halt auch rausfiltern. Wenn man so ein bisschen auf die Kostenstruktur schaut, dann ist es meistens so, dass es so bei den klassischen Rein-Raus-Handeln tagsüber, vielleicht dann, was die klassischen Aktien angeht, dann
oftmals mehr Sinn macht, vielleicht die US-Aktien zu handeln. Es gibt natürlich auch noch Forex-Märkte, die handle ich jetzt weniger. Ich bin eher mehr so auf den klassischen Futures dann unterwegs. Da wird dann natürlich das Universum, sprich die Bandbreite, auch noch etwas größer. Ja, also das wollte ich nochmal im Nachklang nachschieben. Das heißt also ab 15:30 Uhr zum US Open logischerweise, da geht es dann noch weiter. Gucken wir nochmal eine Aktie an und machen da mal so eine Art Top-Down-Analyse. Die steht jetzt gerade auch so im Fokus. Die würde ich gerne nochmal besprechen. Und zwar die Wirecard. Schauen wir mal, wo ich die habe. Kleinen Augenblick. Genau. Schaut mal, generell die Wirecard. Was haben wir hier? Kleinen Augenblick. So. Das Ding ist massiv gestiegen. Die Aktie steht im Fokus gerade aus den verschiedensten Lagern. Wird diese Aktie mit News befeuert? Es gab immer mal wieder verschiedenste Gerüchte, dass die Zahlen nicht stimmen würden, dass die Bilanzen gefälscht werden und. Das bedeutet, dort findet viel statt. Gucken wir uns mal die Wirecard, ich lösche mal alles und hier kurz raus. Fangen wir nochmal an. Die Wirecard im aktuellen Hier und Jetzt sehen wir. Sehr schöner Abwärtstrend, der hier so runter geht. Lange Bewegung, hier wieder eine Korrektur und wieder in die Bewegung. Und die korrigiert auch nochmal geradeaus. Das ziehen wir jetzt mal beiseite. Das löschen wir jetzt noch mal ganz kurz. Also das ist dieser wunderschöne Abwärtstrend. Schaut mal hier, da ist er. Ist die Wirecard etwas für den Intraday-Handel? Ja, schauen wir gleich mal rein. Indem wir jetzt hier zum Beispiel hier auf die Intraday-Karte gehen, schaut mal. Ich mache jetzt mal hier generell irgendeine Szenerie auf. Und eindeutig, im Gegensatz zu diesem Bild, was ihr zu Beginn des Webinars gesehen habt, das hier ist nicht löchrig wie ein Schweizer Käse. Im Gegenteil, das hier ist ein satter Chart. Hier kann ich Trends visualisieren, hier kann ich Einstiege, Ausstiege etc. Machen, ohne eine Slippage zu bekommen. Das ist ein enge Geld-Briefspann irgendwie. Also das wäre auch eine Möglichkeit für den Intraday-Handel. Es gibt also nicht nur diese reinen Future-Märkte. Nicht, dass man mich da falsch versteht. Und jetzt gucken wir uns mal die Wirecard im Hier und Jetzt an. Was dort so anliegt. Wir haben auf Tagesbasis festgestellt, das Ding ist auf der Short-Seite unterwegs. Das ist schon mal gut. Also bin ich versucht, auch Intraday vielleicht an der einen oder anderen Stelle auf der Short-Seite Akzente zu setzen. Wir haben jetzt seit heute Morgen, Moment, ich ziehe euch das mal etwas weiter rüber und dann machen wir das mal etwas größer. Wir haben jetzt heute diesen Abwärtstrend, eine Korrektur, eine Bewegung und heute Morgen hier sogar mit Gap eröffnet und dieses Gap wird jetzt abverkauft. Schaut mal, wir haben unter uns, neben dieser Trendstruktur, haben wir auch unter uns noch was. Ich lasse es hier gerade aufblinken. Das eigene Tagestief, das Tagestief von gestern, das von vor 4 Tagen und das von vor, weiß ich, 6, 7 Tagen. Das heißt also, es sind auch Sweet Points gegeben, wo sich Märkte weiter entladen können. Wenn man die Markttechnik so als solches verstanden hat, dann sind Tageshochs und Tagestiefs, müssen keine P2s darstellen, aber sie haben, ich setze jetzt mal grundlegend voraus, dass das klar ist, was P2 ist. Fakt ist, Tageshochs und Tagestiefs müssen kein P2 darstellen, aber die haben die Funktion eines P2s. Das heißt also, da liegt meistens Material von Marktteilnehmern im Sinne von Stop-Orders und dort diese Stops können ausgelöst werden zu Market-Orders und dann entsteht halt so ein Kaskadeneffekt in Form von Bewegung, also beziehungsweise Kaskadeneffekt im Orderbuch, was es mir ermöglicht, wenn ich weiß, dass da Bewegung entstehen kann, daran zu partizipieren. Das hier ist ein Markt, der beinhaltet diese Sweet Points. Jetzt gucken wir mal untergeordnet rein. Nächste Trendgröße zum Beispiel auf Stunde. Gehen wir da mal rein. Also, was ihr jetzt hier in Rot seht,
ist der Abwärtstrend auf Tagesbasis. Schaut mal, nochmal für den einen oder anderen zum Mitnehmen. Auch das großes, breites Thema, diese Verschachtelung von Trends. Das ist aber jetzt hier nicht Thema. Ich will das nur ganz kurz anschneiden. Schaut mal, die lokalen Hoch- und Tiefpunkte, die ich jetzt hier blau gekennzeichnet habe, die sind hier im rechten Chart. Gleichzeitig auch diese lokalen Hochbekleidung. Ich mache mal hier die Maus weg, das ist ja sehr unangenehm. Und hier mache ich auch mal die Maus auf eine solche Einstellung. So, nochmal. Rechts Tageschart, der Trend, die lokalen Hoch- und Tiefpunkte dieses Trendes gekennzeichnet. Diesen Trend gucken wir uns jetzt auf der Stunde an und schaut mal, auf der Stunde sehen wir also den Trend der Stunde, wie er hier halt runterläuft oder auch mal hoch und wieder runter. Und wir sehen auch gleichzeitig die übergeordnete Trendgröße, eben jeden Trend auf Tagesbasis. Einverstanden? Also, ich habe einen Trend auf Tagesbasis. Hier geht er mal drunter, wieder hoch, er korrigiert, es bildet sich wieder ein Trend. Und schaut mal jetzt, heute Morgen, sehr interessante Verortung. Dieser Abwärtstrend auf Stunde steht ebenfalls in der Korrektur. Ihr erinnert euch, untergeordnete Trends in der Korrektur, das haben wir hier. Und jetzt geht die Reise wieder Richtung Süden los. Und was haben wir unter uns? Noch jene Sweet Points, wo dementsprechend auch dann die Bewegung entstehen kann. Einverstanden? Und da links von uns ist, glaube ich, noch eins. Ich jetzt ein bisschen zusammenscrollen, das habe ich jetzt hier nicht drauf. Genau, und hier kann jetzt sozusagen die Reise weiter nach unten gehen. Wenn ich jetzt noch eine tiefer gehe, schauen wir das mal, jetzt wechseln wir sozusagen in den 10-Minuten-Chart. Das mache ich jetzt mal hier, um jetzt nicht zu viel Verwirrung zu schaffen. Das heißt also, was haben wir hier? Hier haben wir jetzt einen Abverkauf. Schaut mal, und hier bildet sich jetzt mittlerweile auch schon so ein Trend auf 10 Minuten auf. Da, das ging runter, rauf, runter. Das ermöglicht mir hier schon mal die Kombination 60-10. Aber ich drücke jetzt hier nicht einfach drauf. Auch hier müssen nochmal bestimmte Kriterien erfüllt sein. Kann man jetzt aber auch hier nicht mehr abfrühstücken, weil das der Zeit geschuldet nicht mehr hinhaut. Wir sind jetzt hier knapp schon bei über einer Stunde. Das sind aber Themen, die kann man im Seminar etc. auch alles noch viel detaillierter aufklappen. Fakt ist, das wäre jetzt noch, ich mache das mal etwas größer, so, damit ihr das auch sauber sehen könnt. Das machen wir kleiner, das brauchen wir jetzt im Augenblick nicht. Das heißt also, hier bildet sich jetzt auch das, was wir suchen, was ein Setup angeht. Und die Wirecard wird jetzt, das geht auch weiter runter, für ein Shortplay eigentlich immer attraktiver. Nur mal so den Hinweis, was die Nummer angeht. Gut. Ich werde mir die Aufzeichnung nochmal ansehen. Super Webinar, klasse erklärt. Vielen Dank, sehr gerne. Alles klar, vielen Dank. Gibt es Fragen bis hierhin? Gibt es irgendwelche Wünsche der Wiederholung, irgendwelche Unklarheiten, wo ich nochmal den Fokus drauf halten kann, soll? Dann würde ich jetzt die Fragerunde starten. Ich scroll noch mal den Chat. Klasse erklärt, Oliver, merci. Sehr gerne, Nihal. Kein Problem. Gut. Worauf wollte ich also hinaus? Für den einen oder anderen war das jetzt sehr viel Information. Ja, ich weiß. Und das muss auch nicht direkt am Anfang sitzen. Man kann sich das ja jetzt hier im Nachklang auch nochmal angucken. Ich wollte also darauf hinaus, dass man aus der Vielzahl der Märkte Sorge dafür tragen muss, dass man die Märkte für den Intraday-Handel heraussucht, die sämtliche Attribute mitbringen, um gehandelt werden zu können, sprich also enge Geldbriefspannen,
enge Stops müssen gesetzt werden können, ohne dass ich eine Slippage bekomme. Ich muss Trends visualisieren können und. Und aus der Vielzahl der Märkte, zum Beispiel was die Indexe angeht, was die ganzen Währungsfutures angeht und Rohstofffutures, haben wir gesehen, dass es Tage gibt, da bieten sich relativ viele Märkte an, aber oftmals in der Regel ist es so, dass es von diesen 20 Klassikern eigentlich immer nur so drei, vier sind, die sich anbieten. Jetzt gerade haben wir, finde ich, ein bisschen mehr, aber in der Regel sind das nur so drei, vier. Und diese drei, vier Märkte, die ziehe ich mir auf meine einzelnen Handelsmonitore, und begleite diese Märkte sozusagen, die aus meiner Sicht ein Setup beinhalten mit Potenzial, dann den ganzen Tag. Jetzt würden noch sehr viele weitere Türen aufgehen, was man zu tun und zu machen hat. Aber wie gesagt, wir sind schon bei einer Stunde 20, glaube ich, oder Stunde 15 oder sowas. Deshalb kommen wir jetzt mal zum Ende. Im Kern also eine Folie, die kommt nicht von mir, die kommt von einem ehemaligen Coaching-Teilnehmer, die hervorragend das trifft, was eigentlich auch sehr wichtig ist, dass man sein festes Regelwerk mit wenig Emotionen behaftet. Nur das lässt einen entspannten Handel entstehen und dadurch wieder auch eine bessere Selbstreflexion. Und das wiederum versetzt einen in die Lage, eben jenes feste Regelwerk auch sauber umzusetzen. Der Anfänger neigt gerne mal mit sehr viel guter Absicht morgens zu starten. Er startet den Rechner, er fährt den Rechner hoch, leider aber auch mal den Kopf runter, das ist das Problem. Nimmt sich sehr viel vor. Ich werde nur saubere Setups sammeln, ich werde nur das und das machen. Und am Ende des Tages stellt er halt fest, okay, er hatte das zwar die Absicht gehabt, das zu tun, aber das Verhalten über den Tag hinweg hat dann doch nicht so deckungsgleich gepasst. Und dann ist genau das passiert, was eben nicht passieren soll, dass eben Absicht und Verhalten nicht deckungsgleich waren. Und der Pleitegeier, der ist halt weniger strukturiert und das ist dann nicht gut. Gut, dann würde ich sagen, machen wir hier einen Break. Wie gesagt, die Reihe ist nicht beendet. Es kommen ja noch weitere Seminare bis in den Dezember hinein. Ich sehe auch schon den einen oder anderen hier genau, die ich auch natürlich im Dezember auf dem Seminar sehen werde. Sei noch hingewiesen, weil mich jetzt auch jetzt hier so ein paar Leute auch angeschrieben haben. Genau, dieses Add-on gibt es für den AT, richtig, für den Agena Trader, gibt es aber auch mittlerweile jetzt für den Stereo Trader auch. Könnt ihr mal auf die Seite gehen und euch informieren. Da haben wir auch was Schickes für die Community, die den Stereo Trader benutzen, kreiert. Guten Morgen, habe mal eine Frage. Gibt es zu diesem Add-on eine Testversion? Ja, gibt es. Kann man runterziehen, wie gesagt, auf der Seite von Stereo Trader. Da kann man das mal machen. Man muss es nicht gleich käuflich erwerben, sondern man hat eine Woche Zeit, das Ganze sich mal anzuschauen. Ich sage vorweg, bitte gib mir noch ein bisschen Zeit. Ich will sowieso generell Videos drehen und noch so ein bisschen auch Dokumentation dafür nachschieben, grundsätzlich zu den Add-ons. Das ist aber so, dass ich vor allem viel im Handel stehe. Ich habe nicht so viel Zeit für Videos und ich habe auch noch viele andere Projekte, die ich gerade anstoße. Es wird kommen. Da wird noch einiges kommen, so ein bisschen auch die Add-ons dann etwas in der Tiefe erklärt, sowohl für den Stereo Trader als auch für die anderen Plattformen. Wir werden demnächst einen Trading Room starten. Der wird so ablaufen, dass man dann auch tatsächlich die ganzen Dinge live sieht, wenn wir dann auch handeln etc., wenn wir einsteigen, aussteigen, ausgestoppt werden oder auch Plus einfahren. Das mache ich nicht alleine und dort werden wir auch diese ganze Technik-Aspekt auch nochmal beleuchten. Und
Dort werden wir dann auch natürlich auch zeigen, wie wird das Add-on auch eingesetzt. Das Add-on ist das eine, es sind sehr tolle Sachen, was die Trenderkennung angeht. Das ist sicherlich ganz hohe Kunst. Das habe ich nicht alleine kreiert, da waren viele schlaue Leute dabei. Das werden wir in diesem Room natürlich auch beleuchten. Wann wird wo was eingesetzt und neben dem klassischen Trading. Dieser Room startet so Mitte November roundabout, plus minus eine Woche. Und da kann man uns dann mehrmals die Woche nicht, also richtig über die Schulter gucken. Ihr guckt auf unsere Screens und da gibt es dann auch an der einen oder anderen Stelle Erklärungen dazu. Wenn Sonderereignisse sind, würden wir auch sofort dazu schalten. Also das ist ein Service, auch den findet ihr auf der Seite markttechnik.de, wo man mal so ein bisschen drauf gucken wird. Was wird das kosten? Ich glaube, das kostet 99 Euro. Das steht noch nicht ganz fest. Ich glaube, 99 Euro oder 129, bin mir nicht ganz sicher. Müsst ihr mal schauen. Da gibt es dann auch, auch Infos. Geht einfach mal auf die Seite. Genau. Dieser Room wird zweimal die Woche, morgens und abends stattfinden. Wie gesagt, und noch plus Sonderereignisse. Es ist jetzt nicht so, dass wir den ganzen Tag streamen werden. Das kostet einiges an Zeit und auch an Manpower. Und wir wollen da auch dementsprechend an der einen oder anderen Stelle Akzente setzen und auch Mehrwert generieren. Aber es geht nicht, dass wir von morgens bis abends da screenen. Das kann man da preislich sozusagen nicht halten. Dann kommt noch eine Frage, wie kann ich mich zum Seminar anmelden? Ebenfalls auf meiner Internetseite im Shop. Einfach auf den Shop gehen. Dort ist so ein Poster, da steht Seminar. Draufklicken, da gibt es dann Informationen, was so die Inhalte sind. Vielleicht kann man das mal eben ganz kurz hier machen. Schaut mal, geht da hier drauf, dann auf die Seite. Machen wir das mal groß. Jetzt seid ihr hier auf der Seite. Jetzt scrollt ihr etwas runter und dann geht hier so ein Menü auf. Machen wir das gleich mal hier. Da sind die Informationen zum Live-Trading-Room. Das auf der einen Seite und auf der anderen Seite gehen wir jetzt mal in den Shop. Da seht ihr Seminar. Wenn man hier draufklickt, dann kriegt ihr Informationen darüber, was wird da drin besprochen. Und dann kann man sich auch dementsprechend hier anmelden. Kostet, das ist jetzt ein Nettobetrag, den ihr hier seht. Also nicht wundern, weil ich bin sozusagen, ich habe jetzt mal geguckt, wie sieht es in der Schweiz aus, also von der Schweiz aus, diese Internetseite, also deshalb sind die Preise hier nicht die, die ihr wahrscheinlich sehen werdet. Das hier ist ein Nettobetrag, also nicht wundern. Gut, dann würde ich sagen, genau, hier ist noch der Link zum Agena Trader Shop, wer also sozusagen sich da auch informieren will, die Software sich für den Agena Trader zu holen. Findet, hier wird ja auch fündig, wie gesagt, ihr habt den Link am Anfang des Webinars bekommen, wo ihr den Nachlass drauf erhaltet. Schaut da einfach mal rein, sozusagen. Gut, dann würde ich sagen, machen wir hier den Cut. Ich wünsche euch einen erfolgreichen Handelstag. Ihr könnt ja jetzt gleich mal direkt das Wissen anwenden, schauen, wo ihr denkt, welcher Markt wird Druckverhältnisse aufbauen und entladen können und vielleicht mal den einen oder anderen Versuch zu starten, das neuen eigenen Handel einzubauen. Ansonsten sehen wir uns zum nächsten oder beziehungsweise hören uns zum nächsten Webinar. Dann an dieser Stelle. Ich wünsche euch einen erfolgreichen Tag und sage Tschüss. Ja, super. Vielen, vielen Dank, Oliver. Den erfolgreichen Tag wünschen wir dir natürlich auch. Der nächste Termin ist am 21. November und dann wieder um 14 Uhr. Und an der Stelle möchte ich mich natürlich auch bei allen Teilnehmern bedanken und würde mich natürlich freuen, wenn Sie nächstes Mal auch wieder dabei sind. Auch Ihnen wünsche ich natürlich noch eine erfolgreiche Woche. Passen Sie heute auf die Position auf Ihre Position. Heute ist EZB-Entscheidung. Vielleicht wird nicht so viel passieren. Nichtsdestotrotz ein Auge drauf werfen. Ansonsten natürlich, ja, noch einen schönen Tag und gerne bis zum nächsten Mal. Die Aufzeichnung kommt so schnell wie möglich online. Bis dann. Tschüss zusammen. Ciao, tschüss.